Haben Sie schon einmal etwas von Buskegeln gehört? Das ist keine neue Sportart und hat auch mit dem Alltag von Busfahrern und Fahrgästen nichts zu tun. Sondern so hieß eine von mehr als 20 Stationen des Azubi-Wettbewerbs Osnabrück sucht Deutschlands Superpfiff. Tobias Hensken gehörte mit Florian Göbel und Markus Schönefeld zum Team der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft. Bei den Stationen ging es um Wissen und um Spaß und darum, die Vielfalt des Ausbildungsberufes zu zeigen. Beim Buskegeln fahren die Buslenker mit etwa 20 Stundenkilometern auf einen Gymnastikball zu. Sie müssen im richtigen Moment bremsen, damit der Ball nicht unter dem Bus eingequetscht wird, sondern mit viel Schwung die Kegel umwirft. Das ist zwar keine Übung, die mit dem Arbeitsalltag eines Busfahrers zu tun hat, aber jeder Fahrer sollte zu jeder Zeit sein PS-starkes Gefährt unter Kontrolle haben. Der Wettbewerb in Osnabrück war für Tobias Hensken eine tolle Herausforderung. Die erschwerten Bedingungen, die wir an diesem Tag in Osnabrück vorgefunden haben, waren verschiedene Handicaps, darunter waren zugeklebte Spiegel, enge Parklücken und sehr begrenzte Räume, in denen wir zum Beispiel wenden mussten oder mit dem Gelenkbus rückwärts fahren mussten. An diesem Tag zusätzlich gab es noch sehr starken Regen, der unser Sichtfeld eingeschränkt hat und die Aufgaben nochmal extra knifflig gemacht hat. Was sehr viel Spaß gemacht hat, war an diesem Tag das Buskegeln, wo wir mit dem Bus und einem großen Ball Regenrohre umschmeißen mussten. Die Teamaufgaben haben ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Hier konnten wir unter Beweis stellen, wie schnell wir im Dreierteam arbeiten können. Betreuer des Jenaer Wettbewerbsteams war Marc Neugebauer. Der Mitarbeiter in der Leitstelle des Nahverkehrs kann auf 30 Jahre Erfahrung als Fahrlehrer zurückblicken. Besonders bei der Übung Busstart unterstützte er seinen Schützling Tobias Hensken. Dabei hängt vorn am Bus ein Pendel. Der Fahrer muss in einem Zug um eine Kurve lenken und so stehen bleiben, dass das Pendel mittig über einer Dartscheibe hängt. Das bringt die meisten Punkte. Zurücksetzen ist nicht erlaubt. Beim Wettbewerb der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück war diese Übung etwas einfacher als beim Training auf dem Betriebshof des Nahverkehrs in Burgau. Denn dort hatte der Fahrer das Pendel durch einen Weitwinkelspiegel am bereitgestellten Bus im Blick. Auf dem Jenaer Nahverkehrsgelände sah der Fahrer das Pendel überhaupt nicht. Auch bei dieser Übung war viel Feingefühl gefragt. Es ging bei dieser Veranstaltung um praktische Übungen, die nicht alltäglich sind, weil wann fährt man schon mal mit einem Linienbus rückwärts, beziehungsweise wann kegelt man mit einem Bus? Es durfte auch relativ selten sein, dass man in einem Gelenkbus Minigolf spielt. Es war bei den Auszubildenden auch das theoretische Wissen gefragt, theoretische Führerscheinprüfung, Erste Hilfe, Feuerlöschübung. Also eigentlich alles Sachen, die auch im täglichen Leben vorkommen können, die in der Ausbildung mit drin sind. Ja, und am Endeffekt eigentlich, wie gesagt, es sollte Werbung gemacht werden, Fachkräfte sollten gewonnen werden. Wir wollten damit aufzeigen, was der Beruf eigentlich alles bietet. Und ich denke, das ist den Kollegen in Osnabrück wirklich gut gelungen. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Es war sicherlich manchmal auch anstrengend. Wir haben viel Spaß dabei gehabt. Wir haben zwar leider nicht den ersten Platz belegt, aber Teilnahme ist bekanntlich wichtiger als Sieg. Und ich denke, alle Beteiligten waren sehr zufrieden, dass wir dort waren. Es hat allen viel Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, danke an Osnabrück. Und wir werden nächstes Jahr definitiv wiederkommen. Tobias Hensken wollte schon als kleiner Junge Busfahrer werden. Der 20-Jährige spricht von seinem Traumberuf. Und so übte er wieder und wieder das Rückwärtseinparken in eine sehr enge Parklücke. Beim Wettbewerb in Osnabrück musste das sogar in einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein. Der Wettbewerb Deutschlands Superpfiff ist eine ausgezeichnete Werbung für den Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb. Beim Jenaer Nahverkehr begannen in diesem Jahr 4 Azubis ihre Lehre. Um den Nachwuchs am Steuer von Bussen und Straßenbahnen ist es in Jena aktuell recht gut bestellt. Hoffentlich auch in Zukunft.